So, jetzt starten wir zum Eistobel. Und die Cassie ist auch wieder mit dabei. Es soll ein tolles Naturschutzgebiet sein, laut Insider-Informationen. Nach Empfehlung eines guten Bekannten geht es heute auf den Eistobel. Vielleicht nicht genau auf den, weil es kein Berg ist, aber ein Naturschutzgebiet. Da geht's jetzt hin. Also normalerweise muss man hier Eintritt zahlen, aber hier ist niemand. Daher können wir so losgehen. Der Eistobel steht seit 1970 unter Naturschutz. Und dieser Fluss hier, das ist die Argen, die hat viele Wasserfälle hier gebildet. Außerdem Strudellöcher und es gibt riesige Gesteins- und Felsblöcke. Cassie fragt immer mal wieder, ob sie baden darf. Oh weia, sie liebt es einfach. Also für Menschen, die einfach nur ein bisschen wandern wollen, ist es hier die absolute Empfehlung. Während des gesamten Weges begleitet uns dieser Fluss, die Argen, mal mehr oder weniger ausgeprägt. Es ist einfach wunderschön. Und im Sommer kann man hier bestimmt auch schön baden gehen. Schaut mal, wie klar das Wasser ist. Es ist sicher, sicher eisig. Das ist der Kulmusbrunnen. Hier ist ein kleiner Picknickplatz eingerichtet. Wunderschön. Mit einem kleinen Wasserfall im Hintergrund. Schaut mal, wie es hier tropft von den Wänden. Also hier muss sich der Fluss durch die engste Stelle seines Bettes winden. Der Weg wurde hier schön gebaut. Richtig für Touristen wurde alles ausgebaut. So, jetzt bin ich an der hohen Wand angekommen. Das ist wahrscheinlich die dort drüben. Hier macht irgendwer Promotion für sein Buch, was man kostenlos kriegt. Ein Gutschein liegt auf jeder Bank, die es hier gibt. Einfach mal genial. Und es ist richtig, richtig warm hier.
Bad ist hier natürlich verboten, weil hier sind so Strudellöcher und da wird man dann nach unten gestrudelt und darum ist es lebensgefährlich. Aber es sieht schon gut aus hier und richtig einladend. Glasklar. Hier ist übrigens Angeln verboten. Das ist ein Vereinsgewässer. Weiß zwar nicht welcher Verein, aber irgendein Verein wird es schon sein. Wer einkehren möchte, der kann das im Gasthaus Adler tun. Und so sieht das Ganze dann von oben aus. Von euch sagen, wie diese Blumen heißen? Das wäre schön, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben könntet. Ach so, sie wachsen hier im Allgäu. Westallgäu. Cassie ist erstmal zu anderen Ufern gewechselt. Wenn es einem beim Regenschauer erwischt, kann man auch eine Bank nutzen unterm Felsen. Dann wird man nicht nass.